Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in Howie 4. Wir haben jetzt mal ein bisschen die Nation umdisponiert. Es gibt jetzt keinen Amerikaner mehr und es gibt viel Krieg. Also der USA-Spieler ist jetzt KI. Und wir wissen noch nicht, wie sich das auswirken wird. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir machen das jetzt mal so. So in erster Linie mal gucken, wie weit wir kommen. Und naja, es wird jetzt gleich sehr chaotisch. Und mal sehen, wie weit es geht. Ich schicke meine Flotte gerade rüber. Hallo. So nach Asien. Was hab ich denn hier für eine komische... Mach das jetzt in Zukunft immer. Wir bändeln es jetzt immer so hart, bis es einfach wieder passt. Ja. Alle nimmst du endlich meinen Call to Arms an? Heiko, sollen die sich wieder aufteilen? Ich hab keinen Call to Arms anfangen. Wir sollten uns, glaube ich, schon... Ich hab auch keine. Wir sollten schon nach Region, glaube ich, aufteilen. Naja, das meine ich ja. Soll ich Pause machen? Ne, ich kann euch nicht rein. Ich kann dich, Tim, bist du schon im Krieg? Achso, nee, ich muss ja Ding... Ich kann dich nicht reinrufen. Ich mach mal die Europäer in deinen Channel. Ja, bitte. Also Wettunion muss dich reinrufen. Weil warte, also... Wir sind schon im Krieg. Wettunion reinrufen. Heiko, ja. Darf ich dir mal eines sagen? Ja. Ich muss da nicht Italien reinrufen. Warum wird jetzt hier eigentlich rumgemoved und du wirst, falls die USA das nicht ändert, komplett in Grund und Boden gepumpt? Ja, das weiß ich. Soll ich jetzt deswegen in mein Eck sitzen und heulen und aufhören zu spielen? Nö, ich wollte es nur sagen. Ich weiß, dass ich komplett in Grund und Boden gebombt. Deswegen habe ich sogar Luftabwehreinheiten gebaut und Luftabwehrpositionen an der Grenze. Aber was hat denn der hier gemacht? Der hat überhaupt nichts geforscht. Sag ich doch. Jeder beschwert sich über den Spieler, der davor gespielt hat, egal was. Um welche Nation geht's? Um jetzt den Brasilianer, der hat aber nichts. Ich kann doch faschistisch werden. Was hat er denn geforscht? Ich bin mal wieder unten. Der hat noch nicht mal die 39er Industrie. Tja, das siehst du mal. Und du hattest Angst davor, dass wir dich überrennen? Nein, ich hatte nie Angst davor, dass ihr mich überrennt. Also vorher klang das noch anders. Ich habe eher gesagt, ihr sollt mich endlich angreifen. Ich mache jetzt übrigens, ich hole mir quasi den Panama-Kanal und hoffe einfach, dass die USA wieder durch den Krieg erklärt. Du kannst den einfach nehmen? Warum habe ich den vorher besetzt? Wie? Ja, ich habe einen Fokus, dass ich den nehmen kann. Aber dann erklärst du mir halt den Krieg, also du kannst es annehmen. Ja, ich mache nichts mehr. Ich bin ja raus. Ja, ich weiß. Eigentlich. Geht jemand anderes USA? Nein, nee. Die KI. Dann erklärt er dir den Krieg. Ja, eben. Und das wollen wir ja. Das ist ja Ziel. Das ist jetzt erklärte Ziele. Ich glaube, ich schicke meine Luftwaffe einfach gar nicht erst hoch, sondern... Boah, diese verkackten Galapagos-Inseln. Das ist eine gute Idee, so schon. Darf ich mal ganz blöd fragen, was du eigentlich hier gemacht hast? Ach, jetzt greift Japan auch plötzlich die USA an. User disconnected from your channel. Tschüss. Ja, was hat... Wo sind die ganzen Leute hin? Ja... Die wurden jetzt aufgeteilt, verteilt. Heiko. Darf ich dich jetzt mal fragen, was du hier gemacht hast mit deiner zweiten Frontlinie? Hey, das sind Spezialeinheiten. Das ist Panzerabwehr, Luftabwehr und so weiter. Mhm. Die habe ich in der Rückhand, falls... Ich kann die ja nicht einfach so ranstellen. Ich muss die ja flexibel halten. Wenn du jetzt irgendwo mit Panzern durchgebrochen wärst, hätte ich die da hingeschickt. Denkst du ernsthaft, ich fahre mit Panzern bei dir ins Gebirge? Wie erwähnt. Ja, du hast einfach tausendmal modernere Einheiten. Ich muss ja schon auf irgendwas vorbereitet sein. Und es sind ja auch nur eine Handvoll Truppen. Das ist ja nicht so, als ob da meine ganze Armee steht. Das ist eine Armee, also eine 24er-Stack. Ja, ich habe davon noch acht weitere. Das möchte ich überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie deine gesamte Armee wäre. Heiko, bei mir wurde gerade der Livestream beendet. Bei mir läuft aber noch, der kommt wieder. Der Zwerg hat ihn bei mir gerafft. Gauter. Okay. Was möchtest du dann sagen? Ich finde es einfach sehr überraschend, dass du da so viel stehen hast. Das ist wie erwähnt nicht viel. Das sind halt. Jetzt baut der auch noch Infrastruktur. Das sind insgesamt 18 Einheiten. Und zwei davon sind noch Kavallerie. Die sind da einfach, weil. Weiß nicht. So, Also viel Spaß, wenn du. Ich kann eigentlich den USA jetzt den Krieg erklären. Achso, wir können das schon. Ja, das mache ich jetzt einfach. Ja, wunderbar. So. Dann ist der Krieg auch bald verloren und dann ist bald rum. Genau.
Weil das hätte ich mir meinen Fokus gerade fast sparen können. Gut, jetzt kann ich auch noch meine Ölfelder übernehmen. Ja, okay, die KI hat meine ganzen teuren Bomber von deinen Gebieten weggenommen. Also ja, Leute, ich habe Stufe 4 Jäger. Der Krieg ist gewonnen. Hä? Du hast Stufe 4 Jäger? Ja. Ich glaube, das haben wir auch. Also wir, die Alliierten. Freut mich für euch. Kann mir jemand sagen, wo Warum ich meine Luftwaffe finde? Wenn ich die verloren habe, so quasi. Du klickst auf L? Mhm. Okay, ich habe keine Flieger, ich glaube, die sind einfach tot. Gut, dann wissen wir ja, wo deine Luftwaffe ist. Ja, damit hat sich das erledigt. Die liegt in der DDR. Fall auf Hongkong, das klingt nicht gut. Nee, ist auch nicht, glaube ich. Wenn die Luftwaffe in der DDR liegt? Nee, wenn Hongkong fällt. Achso. Puh, da geht jetzt aber gerade ganz schön viel. Ja, es ist halt jetzt hier der Krieg, den du eingefädelt hast. Ja, das ist ja auch gut. Davor ging ja nichts. Wie kann man nochmal Truppen anhalten? Ja, das ist komisch, ne? Ich habe halt den Eindruck gehabt, dass irgendwie lange Zeit bis auf die Initiative irgendwann von uns Alliierten kam, eben gar nichts passiert ist, bis wir irgendwie vorgeschlagen haben gegen Japan und Dings kämpfen. Gegen Was Japan hätten wir machen sollen? Hätte ich mit Mexiko oder USA den Krieg erklären sollen? Ich war doch im Krieg bis dahin. Ich war doch damit beschäftigt, Südamerika zu erobern. Ich darf eher den Admins was vor, dass sie länger irgendwie halt... Ja, ich verstehe. Ja, aber wegen Leuten wie dir machen, dauert denen ihr Job halt so lange. Ich sag denen immer, mach das und das. Und dann dauert es 30 Minuten, bis was passiert. Aber das liegt nicht daran, weil die Admins 30 Minuten lang warten, bis sie denen das sagen. Die sagen das denen schon. Die diskutieren dann halt nur ewig. Und wenn jeder 5 Minuten diskutiert, dann dauert es auf einmal eine halbe Stunde, bis überhaupt was passiert. Und dann, bis es organisiert ist, bis es vorbereitet ist, auf einmal sind 1,5 Stunden vorbei für eine Anweisung, die ich vor 1,5 Stunden gegeben habe. So, also den Panama-Kanal kriege ich so schnell nicht. Ja, da habe ich 10er Festung gebaut. Das ist schlecht. Also ich sag's mal so, ich glaube, ich bin nicht besonders nützlich mit dem, was ich hier gerade mache. Dann sei nützlich mit dem, was du da machst. Ich bin nicht mal in der Lage, hier die Engländer aus Englisch-Guyana zu vertreiben. Ja, dann treib sie nicht raus, sondern halt die Front einfach und sorg dafür, dass die Attrition kriegen. Man muss ja nicht immer gleich... Das kann ich auch machen. Ich kann auch da stehen bleiben und warten. So, aber das heißt warten. Also du sollst natürlich schon irgendwie aktiv teilhaben, aber so, dass es sinnvoll ist. Und wenn warten halt beim Feind Attrition verursacht, dann wartet mal. So. Gibt's aber nicht. Ja, das ist ein Problem. Ich dachte immer, ich schneide die vom Nachschub ab, wenn ich meine Flotte da reinschicke. Ah, ich habe meine Flotte verloren. Nicht. Nachschub kann man, glaube ich, nicht abfangen. Ich glaube, das geht gar nicht. Okay, alles, was nicht Bodentruppen ist, ist bei mir jetzt gestorben. Ja, das... Wie viel Divisionen von der USA stehen denn da dir gegenüber? Oh, ich sehe gerade, Audi hat ziemlich rausgespammt, seit ich weg bin. Kann er nicht sehen, die sind alle mit Fragezeichen versehen. Okay. Ja, ich kann die Niederlande inviten. Ja, die haben wir, glaube ich, die überfallen die Alliierten, glaube ich, gerade, wenn ich mich nicht täusche. Oder doch nicht? Egal. Okay, also ich habe jetzt Französisch-Guyana erobert. Jo. Ich würde das jetzt mal als großen Erfolg und größten Erfolg dieses Krieges darstellen. Das ist tatsächlich von unserer Seite aus der größte Erfolg dieses Krieges, ja. Also ich kann nicht mal meine Truppen zu dir hochschiffen, ohne dass die alle absaufen. Die sind hinter uns gelandet. Wo sind die gelandet? Nee, das ist keine Ahnung, was das war, aber irgendwie sind da Truppen von den Gebiete von mir, von Venezuela. So, jetzt mal sehen, wo ich meine 133 Stahl herbekomme, die ich bis jetzt aus Europa bezogen habe. USA hat vieles, also... USA. Ja, danke, gut, das ist jetzt natürlich sehr sinnvoll. Also dann handle ich halt mit den USA, das ist eine gute Idee. USA, ich bräuchte 145 Eisen! Du kannst Kaiserreich gehört zu den Alliierten.
So, okay, dann fehlen mir ja bloß noch 130 Stahl. Gut. Ja, frag Japan. Japan hat halt auch nochmal. Ja, 90. Japan hat 24. Davon liefern sie 6. Ja, ich glaube, die auch ganz viel Stahl schon. Ja, ihr habt keine Seeüberlegenheit, darum wird euer Nachschub halt von den Amis abgefahren. User joined Hallo, your channel. Hier ist Japan. Hallo. Ich wollte mal fragen, wie es im Krieg mit den USA aussieht. Ja, die USA ist jetzt KI, also unser Deal gilt nicht mehr. Ich weiß, die haben auch 200 Schiffe vor meiner Küste. Ja, die habe ich auch, glaube ich, schon davor schon mal dahingestellt und ach, alles voll gemeint. Das habe ich auch gemerkt. Ich meine eher, wie Heiko und USA aussieht. Naja, also sie kommen bei mir nicht durch, aber ich kann es zwar versuchen, ich komme bei ihnen niemals durch, das kann ich vergessen. Aber, ja, das wird jetzt halt ein Stillstandskrieg, weil wir beide Festungen gebaut haben. Und weißt du noch, wie lange der Livestream ungefähr noch geht? Halbe Stunde, dreiviertel. Weil du kannst doch mal probieren, das hier anzugreifen. Bitte? In einem Jahr habe ich probieren, das hier anzugreifen. In einem Jahr hast du Atombomben, ja gut, das wäre cool. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Augen geforscht. War eigentlich sehr verboten, aber ich mir ist eigentlich scheißegal, weil wir haben uns so eingebunkert, da geht doch gar nichts mehr. Ach, sind sie jetzt doch nicht verboten? Ja, jetzt mal gucken, ich überlege gerade noch. Ich glaube, wobei die sind doch nur bis zu einem gewissen Datum verboten. Ich dachte, die werden insgesamt verboten. Muss mal gucken. Atombomben sind bis zum ersten Abwurf der Atombombe verboten. Ah, dachte ich mir doch, war mit dem Datum versehen. Was? Warte. Amerikaner bomben mich. Ja, natürlich. Böse Amerikaner. Gut, ich habe einfach auf meiner Hauptinsel habe ich 2000 Raketen durch Raketenabschussrampen. Ja, ich kann die aufgebaut. Ich kann die nicht auf Schiffe schießen. Ich muss mal ganz kurz in die Diskussion übergehen. Also Julian Schröder, erstmal, ich habe jetzt nochmal drüber geflogen, was da gelesen wurde, und alles ist falsch, glaube ich. Also erstmal, dass irgendwelche Rentner sich Müll aus dem Essen aus dem Müll holen, das ist erstmal total übertrieben dargestellt. Selbst wenn du in der absoluten Armutsgrenze in Deutschland lebst, geht es dir immer noch besser als in vielen anderen Ländern der Welt. So. Oftmals haben auch Rentner das Problem, also ich kenne es zumindest so, wenn ich das mir immer anschaue, die leben halt in Hamburg in einem noblen Viertel, das halt früher mal kein nobles Viertel war, und heulen jetzt halt rum, weil sie da nicht mehr ihr Lebensstandard halten können, jetzt böse gesagt, weil... Zum Beispiel meine Oma, die hat in ihrem Leben nicht wirklich gearbeitet, weil sie einfach nur Kinder großgezogen hat. Die wohnt halt auf dem Dorf, so komplett, da wo ich herkomme. Und die kommt mit ihren, keine Ahnung, die bekommt wirklich so mickrige Rente, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich glaube, das sind nur, das ist Hartz IV-Satz wäre quasi mehr. Und, ja, die kriegt das hin, weil sie halt nicht in Hamburg oder sonst wo wohnt. Ich weiß nicht, wie die Stadt dort heißt. So, jetzt noch dazu. Das Problem aber, warum die Renten so niedrig sind, ist, weil einfach zu wenig Kinder da sind. Ich meine, wie funktioniert die Rente? Der Arbeitnehmer, die arbeiten, zahlen die Rentner. Früher war es aber so, dass auf einen Rentner irgendwie 5 Arbeitnehmer kamen. Jetzt kommt auf einen Rentner nur noch 2 Arbeitnehmer und in naher Zukunft wird auf einen Rentner, wenn es so weiterläuft, ein Arbeitnehmer laufen. Das bedeutet, wenn ein Rentner 500 Euro Rente bekommen soll, dann muss von einem einzelnen Arbeiter im Durchschnitt 500 Euro weggenommen werden. Das ist das Problem. Das ist einfach nur ein demografisch strukturelles Problem. Und da wird man auch so schnell nichts ändern können, außer es gibt 3 Möglichkeiten, wie man daran was schrauben kann. Man kann die Rentenabgaben massiv erhöhen, was bedeutet aber, dass vom normalen Arbeit, also dass dem normalen Arbeiter nichts da bleibt, was dazu führen kann, dass eben viele ins Ausland gehen oder dass die Konjunktur schwankt und so weiter. Möglichkeit 2, man senkt die Renten, also wieder beim Problem, dass du sagst, dass die Leute halt aus dem Mülltonnen fressen, oder Möglichkeit 3, man arbeitet länger bis zur Rente. Diese 3 Möglichkeiten, was anderes gibt es nicht. Irgendwas davon muss man tun. Ah. Und gut. Erspartes Geld wurde halbiert und Preise sind geblieben. Erstmal das mit D-Mark, dass da irgendwas da wird, Schwachsinn, es wurde alles genauso gewechselt, wie es auch war. Also das sind immer so diese komischen Verschwörungstheorien. So, oh, uns wurde die Hälfte von unserem Geld genommen, nur weil der Wert sich halbiert hat. Was wäre, wenn jetzt die D-Mark gewechselt 2 Euro 1 auf 1 gewesen wäre? Oder 2 auf 1, hätten wir dann unseren Wert verdoppelt? Nein, es gab zwischen dem Wechsel D-Mark und Euro keine irgendwie jetzt krassen Inflationen, die jetzt arg viel stärker gewesen wären als normal. Also da kann man sich ganz entspannt, so schlimm war das nicht. Und Julian Schröder, nochmal was. Also wenn du irgendwie auch noch ansatzweise Ahnung von Wirtschaft hast, dann wirst du bemerken, dass Deutschland seinen gesamten Wohlstand, auch unsere ganze Investition und so weiter, den holen wir daher, weil wir exportieren. So, wir exportieren sehr viel, wir exportieren so viel, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind Deutschland, ein kleines Land eigentlich, wir machen nicht mal, bisschen mehr als 1% der Weltbevölkerung aus und exportieren richtig viel. Und wohin exportieren wir das Zeug?
in europäische Länder. Einer der größten Handelspartner Deutschlands ist die Niederlande. Das geht aber nur, weil wir eben offene Grenzen haben, weil wir problemlos handeln können. Das mit dem Handel ist gar nicht so einfach, wenn man keine einheitlichen Standards hat und so weiter und so fort. Wir profitieren tausendmal mehr davon. Wirklich, wir profitieren so viel. Es gibt sogar Leute, die sagen, es gibt niemanden, der mehr von der EU profitiert als Deutschland. Wir profitieren so unfassbar viel und zahlen dafür halt paar Beiträge. Das ist nichts, das ist rein gar nichts im Vergleich zu dem, was wir an Gewinn durch die EU machen. Alleine nur dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt eine richtig schwache Währung haben. Also normalerweise gleicht sich der Währung irgendwann mal aus mit dem Außenhandel. Wir haben ja quasi einen Außenhandelsüberschuss. Das würde normalerweise dafür sorgen, dass unsere Währung sich anpasst. Tut sie aber nicht, weil wir noch die anderen Länder haben, die die Währung niedrig halten. Das bedeutet, wir können immer noch weiter Außenhandelsüberschüsse haben. Bedeutet, unsere Wirtschaft wächst immer noch weiter. Wir können immer noch mehr Export haben. Und das halt auf Kosten von anderen Ländern. Okay, was natürlich nicht fair ist, aber dann zu sagen, Deutschland profitiert nicht vom Euro, ist halt Schwachsinn. Puh. Jetzt gehe ich wieder runter. So, ich bin ruhig. Nein, sind wir nicht. Ich bin davon ausgegangen, ihr wärt deutlich stärker. Aber dass das jetzt halt überhaupt nichts geht, hätte ich nicht gedacht. Wieso? Okay. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, ihr als Dreispiel, die ganz Südamerika besitzen, wärt irgendwie stärker. Was hast du erwartet? Dass wir Tigerpanzer haben, oder was? Nee, Tiger habe ich nicht erwartet. Ja, was dann? Es ist Südamerika. Es gibt Mods, viele Mods, die deaktivieren Südamerika komplett, weil es so irrelevant ist. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie in Südamerika gespielt. Ja, deswegen sowas. Glaub uns einfach, wenn wir dann gesagt haben, du übertreibst maßlos, du hast keine Ahnung, von was du redest. Wann habt ihr mir das gesagt? Ich, als du angefangen hast mit, wie alliiert, du musst angreifen, du überrennst mich, bla bla bla. Falsch. So. Wenn ich glaube, dass du mich überrennst, warum fordere ich dich dann auf, mich anzugreifen? Nein, ich meine nur, du hast so getan, als ob hier Südamerika so irgendwas reißen kann. Und meine Aussage war dann, wir können froh sein, wenn wir überhaupt eine Weile überleben. Was ich natürlich nicht wusste, ist, dass die Alliierten auch so die Japaner mit den Polen vernichten. Das war schade, das wusste ich nicht. Cool wäre es natürlich, wenn... Was macht denn eigentlich der Inder? Das wäre nämlich cool, wenn der im letzten Moment noch joinen könnte. Ja, ja, es gibt mir noch 2 Tage, glaube ich, sind das. Heiko, ich sag's mal so, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass ihr mich als Amerikaner da wirklich gefährdet. Ja, und habe ich dir gesagt, tun wir nicht, mit was auch. Und dann hat es mir nicht geklappt. Ja, also ich bin noch 4 Tage, dann greift sich Deutschland an. Boah, das ist sehr gut. Und gib mir noch, was weiß ich, wie viele Tage, Hallo. Ich bin schon bei 15% Alina, dein Internet tut, yay. Ja, mein Internet tut. Oh. Hast du dem Nachbar gesagt, dass er aufhören, Pornos runterzulachen? Ja, der musste jetzt ins Bett und schlafen. Gut, gut. Heiko? Ja? Hast du nicht vorher schon irgendwen angeschrien, der soll aufhören, Pornos zu gucken? Ich habe vorher meine Mitbewohner angeschrien, soll aufhören, Pornos zu gucken. Aber es war nur einer da und der hat nur Netflix geguckt. Also ich war mir ziemlich sicher, dass es Netflix war. Er saß auf jeden Fall sehr, sehr entspannt auf der Couch. Klingt nach Pornos. Naja. Unterhalten wir uns da jetzt einfach nicht detailliert drüber. Ja. Was forsche ich denn jetzt noch? Elektronik? hast du moderne Gewehre? Ja. Kannst du mir das 42er, kannst du mir die 42er Ausrüstung geben? Ja. Danke, weil ich habe noch nur die 39er. Genauso wie bei allem anderen. Und ich habe keinen Stahl. Und ich kann es auch nirgends kaufen. Ach, ich habe keine Konvois. Alina, bist du noch? Okay, gut, gut. Ja, ich bin noch. Warum hat der gegangen? Ja, weil du gehst voll oft, wenn ich eine Minute lang nicht mit dir rede. Nein, ich hatte vorhin nur die ganze Zeit. Ja, okay. Das ist ja alles gut. Konnte ich gar nichts dafür. Alle 2 Minuten rausgeschmissen. Das stimmt. Kommst du dann eigentlich morgen nach Stuttgart, oder? Alina? User joined your channel. So, jetzt dann halt nicht. Die Amis haben ihre Infanterie gemacht. Heiko. Ja, Lina? Es geht nicht, weil ich nicht offen. Das bedeutet, ich hätte den Livestream auch morgen machen können und meine ganze Woche ganz routiniert durchlaufen lassen können. Also auf jeden Fall, Lina, du leckst. Vermein. Jetzt geht's wieder. Vor allem extrem leise. Ja, du musst lauter stellen. So, ich weiß, ich habe noch Truppen und ich weiß nicht mal, was ich mit denen machen soll. Hilf mir. Ja, ich komme aber nicht. Ich komme nicht unter den Panama-Kanal. Ach so, stimmt. Dann nimm die. Ach, du hast doch ein paar unterhalb des Panama-Kanals stehen. Nimm die.
Ja, die habe ich ja schon dahin gezogen. Keine Ahnung, greif mit dem Rest den Panama-Kanal an oder greif hier diese. Ich bin so froh, dass mir jemand mal gesagt hat, dass Hahn Shotcut ich für anhalten. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wir würden gern mehr machen, aber. Nee, mir ist es egal. Ich bin nur über meine Schutzzone in Kurdistan froh gerade. Und in der Türkei, ich habe die ein bisschen ausgeweitet. Ah, stimmt. Oh, schön. User joined your channel. Naja, aber sonst. Jetzt hat die USA halt da meine ganzen Puppets reingerufen, die ich eigentlich nicht reinrufen durfte. Weil der Krieg, der ist eh das. Da kämpfen wir ein bisschen noch. Oh, Polen hat verloren. Ich finde es aber witzig, wenn Leute über Europapolitik reden, die offensichtlich keine Ahnung haben von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen. Wie erwähnt, wenn Griechenland nicht kollabiert, ja, Heiko, wir weiter an die Dinge verkaufen. Studieren. Ich studiere es ja nicht. Nee, aber ich habe es vor, Master daran zu machen. Ich studiere Wirtschaftsinformatik, aber ich lese privat sehr viel dazu. Wir profitieren, wenn ein Land, zum Beispiel, wenn Griechenland jetzt existiert und wir dahin Waren verkaufen können, machen wir weitaus mehr Gewinn, als wir denen Geld geben. Vor allem, wir schenken denen ja kein Geld. Wir kriegen das ja schon irgendwann mal zumindest in Teilen zurück. Und selbst wenn nicht, wie erwähnt, wir machen einfach viel, viel mehr Gewinn dadurch, dass wir da halt Waren hin verkaufen können. Weil Deutschland produziert sehr, sehr viel mehr, als die Deutschen jemals konsumieren können. So, kurz mal. Ich wollte jetzt leaven, weil es. Wir sind ja eigentlich Exportmeister. Richtig. Weil Deutschland hat ja das, also die Briten eigentlich wegen dem Panzer. Die haben ja eine Macke, ey. Der Briten, Polen. Also die Panzer, die sind schön, ne? Das muss ich bloß Panzer, die sind gut aufgebaut. Was? Ja. Du meinst die, wie heißt's? Die ganzen polnischen, nicht polnischen, britischen schweren Panzer, die ja, 24 Stunden. Naja, also da hat der 80er Pfeile rot, aber gegen Infanterie, 30er Pfeile sind grün bei der Verteidigung. Also sofort, dass da ein Panzer mit dabei ist, dann ist sofort eigentlich komplett verloren. Der Papierschiff hat echt heftige Panzer gebaut. Das sind halt, ich glaube, die ganz schweren. Also die Maus-Variante. Naja, da kannst du eh nichts gegen machen. Ich habe da schon Pack drin, alles, Artillerie. Ich hatte da irgendwie Hard Attack. Channel switched. Jago, Ralf, Maurer, ich weiß, du hast Leon oder so. Wir verkaufen in jedes Land, ja, aber wenn du dir mal anguckst, wohin wir primär verkaufen, dann sind es EU-Staaten. An die verkaufen wir signifikant mehr, weil wir da auch ohne Probleme was handeln können. Handel ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Es ist nicht so, dass eine deutsche Firma einfach mal kurz so nach von mir aus Thailand geht und da dann verkaufen kann, was es will und alles ist gut und die Gewinne und so weiter und so fort. Ich war in Thailand, habe da tatsächlich mal ein Praktikum gemacht bei einem Unternehmensberater und es ist stressig. Und es ist in allen Ländern so stressig, die nicht in der Freihandelszone sind. Europa ist nun mal die größte Freihandelszone der Welt, ist es? In Großbritannien raus geht nicht mehr, aber momentan ist es noch die größte Freihandelszone der Welt. Und davon profitiert Deutschland eben enorm. Und in so unsicheren Zeiten, in denen eben USA, die damals das Freihandelsabkommen TTIP abgelehnt haben, was ich immer noch feier, weil die ganzen Linken waren dafür, dass man TTIP irgendwie quasi, dass TTIP quasi beendet wird. Und im Endeffekt hat es dann Trump gemacht. Also hat es dann beendet. Auf jeden Fall, und so weiter. Deutschland hat ja kaum mehr Chancen, irgendwo weitere Handelsabkommen zu schließen. Und da ist dann eben wichtig, dass man die Europäische Union stärkt und auch stark hält. So. Das wird echt übel da hinten. Irgendwann habe ich mal wieder runter. Channel Switch. Der Kurzwirtschaftsraum. Es gibt eine Mod, The Great War. Spiele, ey, das du bekommst genau. Nicht vorwärts. Es geht nicht. Ja, ach, das ist ja voll beschissen, ey, da hast du nicht mal Panzer. Es halt, geht nicht. Deswegen. Also wir spielen nochmal EO4. Da das kommt man wenigstens halbwegs voran. Weil da gibt's am Ende wenigstens einen Gewinner bei einer Schlacht. Früher oder später. Naja, ja. Cool. Also ja. Heiko, ich muss nochmal sagen, ich weiß nicht, ob du ja drinne warst, wo ich das gesagt habe. Also 80er Pfeile gegen diese komischen Panzer dort, die wurden rot. Und 30er Pfeile gegen Infanterie wurden grün. Also die Panzer, die waren einfach das ein und alles. Hätten die Panzer nicht gehabt, dann würde das nämlich da ganz anders aussehen. Papierschiff hat da auch, glaube ich, irgendwie, ich würde sagen, 2 Jahresproduktionen reingesteckt in die Panzer. Ja, das glaube ich dem aufs Wort, wenn der mir das sagt. Scheiße, die durchbrechen meine Linie. Weil ich hatte die mal selber in der Einspielerkampagne gebaut vor einem Jahr oder so. Da produziert man mit 15 Fabriken, ich glaube, ein Panzer pro Monat oder so, ich weiß nicht. Ja, genau. Die Japaner zielen sich jetzt komplett in das Ural zurück. Wir machen die gesamte Sowjetunion, hinterlassen wir jetzt einfach. Scheiße. Muss ich auch aufpassen. Polen-Team zurück, genau. Kann ich das nicht irgendwie alles direkt niederbrennen oder so?
genau, Japan. Okay, das ist die Frage, haben wir noch irgendwo eine Chance, Japan zu reisen? Nein, nein. Okay, andersrum. Gewinnen wir schnell, wie die Alliierten den gewinnen. Gegen Japan wird das mit einer USA-KI ziemlich lange dauern. Alter, das ist zu spät. Also kapitulieren werde ich niemals, aber ich werde auch nicht gewinnen. Also mit USA als KI werden wir nach Japan nicht durchkommen. Wird vorbei sein. Vielleicht macht das Papierschiff als Engländer mal allein gegen Japan, aber die UKI macht das nicht. Aber was ist, kriegen wir nicht irgendwie als Indien, Japan, China und so weiter irgendwann mal die Manpower der Europäer einfach kaputt? Nein. Warum? Die haben viel mehr, die haben Panzer. Frankreich hat keine Manpower mehr, die haben null. Das Problem ist, also wenn das stimmt, was Japan das Problem ist die Ausrüstung für euch oder für jetzt uns. Naja, ja, ich habe jetzt noch 185.000 Waffen. Die haben alle ja, erstmal eine halbe Million. Du kannst Milliarden Waffen haben, wenn diese OP-Panzer haben. Ja, ich meine nur, es ist nur eine Frage, ob es theoretisch möglich wäre, die einfach manpowermäßig ausbluten zu lassen. Nein. Okay. Panzerne. Da müsstest du irgendwas haben, um die aufzuhalten, damit die ihnen weiter vorkommen. Das kannst du nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Papierschiffspanzer und dann auch die Panzer, die der Deutsche baut. Leningrad ist weg. Die der Deutsche baut, die sind die gleichen, die werden einfach durchfahren. Die habe ich zurückdrängen können, aber die Panzer von Papierschiff, die sind einfach besiegbar. Ja, von Papierschiff, die sind krank. Also das sind solche irgendwie die Festungen, die da über Sand fallen, da kannst du nichts gegen machen. Da schießt wieder Pack gegen, der Schuss prallt ab in der Rostzeit. Prallt zurück gegen die Pack und Pack explodiert, ja. Schwere Panzer, überschwere Panzer. Nee, ich glaube, er hat die ganz. Ich weiß nicht. Also, ich habe 5.000 1943er Panzerabwehrgeschütze übrig, falls die einer braucht. Alter, da kommt über das Gebirge drüber. Jetzt so, ich würde dann mich hier verabschieden. Es hat mir Spaß gemacht. Ich würde bei einem Livestream, der dann in den Ferien stattfindet, würde ich wieder mitmachen, weil in der Ferien bin ich in Urlaub. Ja, das ist wunderschön. Aber dann, das heißt, ich bin nicht da. Ja, also ich würde vielleicht irgendwann mal wieder mitmachen, wenn sich's anbietet. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich würde mal so kurz Papierschiff loben, was er dort für eine Aktion dort gemacht hat. Ja, lob den mal noch, bevor er rausgeht. Ja, macht's gut. Jo, ciao. Also ich glaube, Papierschiff hat gebaut die Panzer, die 43 schwere, 43, also 1943 schwere Panzer eben mit aller Erfahrung und so weiter. Ja, das ist er dann. Ich glaube, das hat er gebaut. Na gut, Leute, ich glaube, ich mache jetzt auch mal Schluss. Jo, wir machen jetzt wahrscheinlich auch gleich Schluss. Wie, wir machen 43. Schluss? Ich dachte, jetzt kämpfen wir wenigstens bis zum Schluss. Ich habe ja jetzt gerade eben mehrfach in den Raum gefragt, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, und dann wurde mir dreimal gesagt, nö. Japanische Spitzenmotivation ist sehr niedrig. Können wir auch aufhören, dann können wir sagen, die haben gewonnen und dann haben die auch gewonnen. Heiko, kannst du dann wenigstens das Ding laufen lassen, dass ich wenigstens bis zum bitteren Ende kämpfen kann? Hey, ich muss schlafen. Ich, noch einen ich kann euch den Safe-Stand hochladen. Ja, genau, das wäre cool, wenn du den Safe-Stand irgendwie senden kannst. Ja, wenn Heiko rausgeht, kann doch jeder sichern einfach. Das geht auch. Ich hab die DLCs. Ja, aber ich würde es gerne weiterspielen wollen oder mal gucken wollen, deswegen wäre cool. Deswegen wollte ich ja dran bitten, dass ich dann wenigstens hier... Du musst leider die Sicherheitszone in Kurdistan aufgeben. Nee, im Jahr 2019 wäre ich ja vorsichtig mit der Aussage, fällt mir gerade eben auf. Was? Genau. Ach, deswegen habe ich die ja gefragt. Sicherheitszone in Kurdistan? Ja, die muss ich leider aufgeben gerade. Die war noch ein bisschen in der Türkei. Weißt du, jetzt habe ich mich gerade warm diskutiert zur Wirtschaftspolitik und jetzt antwortet da einfach keiner mehr im Chat. Und Alina denkt sich nur, Gott sei Dank. Du hast eben alle abgeschreckt mit der Aussage, dass, wenn man da irgendwie keine Ahnung hat, man auch die Klappe halten soll. Hey, das habe ich so, glaube ich, gar nicht gesagt. Das hast du nicht genau so gesagt, aber so ungefähr. Du hast es freundlicher formuliert. Nenne ich immer nur mein antipopulistisches Argument, die Welt ist komplizierter, als man denkt und man soll deswegen nicht so voreilig und so simpel denken. Ja, da hast du völlig recht, die Welt ist komplizierter, als man denkt, aber wir haben eben nicht alle irgendwas mit Wirtschaft studiert. Und manche, wie zum Beispiel ich, haben einfach keine Ahnung und labern mit ihrem Laienwissen mit, was sie halt können. So, Finnland ist dann auch weg. Also ich produziere nichts mehr außer Infanterie-Equipment, weil mir alles im Rohstoff fehlt. Nichts mehr, weil mir 120 Stahl fehlen und ich null Konvois habe, um welche zu kaufen. Die gehen einfach, die flutschen durch meine Vorlinie durch. Da bringt ein Dings auch nichts, also. Nichts, die Papierschiff fährt euch mit den Panzern alle platt. Witzig ist halt, der Armee kommt bei mir auch nicht durch. Das ist Die KI, was hast du denn erwartet? Ja, bei mir kommt Frankreich und Deutschland ohne wirklich an. Du hast also da die ordentlich Festungen gebaut, über den Fluss, manchmal ins Gebirge, gegen die KI. Wie hast du dir das vorgestellt?
Naja, ich dachte, die kommen mit den Panzern, die der Brite jetzt eben hat und rollen. Ja, aber der Papierschiff hat seinen Fokus, das hat er auch bei der Besprechung, bei Planbesprechung schon immer klar gesagt, hat den Fokus immer auf Europa gelegt. Ja, ich meine bloß, aber es hätte ja sein können als Amerikaner. Also wenn ich Amerikaner gewesen wäre und ich wusste, ich marschiere Mexiko ein, dann hätte ich halt einfach so komplette Übereinheiten gebaut, so eine Handvoll. Also ich habe halt mittlere Panzer gebaut, ein paar. Also ein paar, eine Armee, auch 24. Glaube ich, vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß es nicht, ob die KI welche aufgelöst hat oder so. Aber ich wollte mit denen aber nicht bei dir ins Gebirge marschieren. Da waren die mir einfach zu schade für. Ja. Ich habe die, glaube ich, in Europa gehabt. Oh gut, also der Part geht jetzt 30 Minuten. Hey, guck mal, der Holländer hat noch wen rausgekesselt hier. Was hat der? Lol. Der hat noch wen eingekesselt. Der hat drei deutsche Einheiten gekesselt. Und er marschiert gerade im Ruhrpott ein. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der Deutsche hat gerade eben verstanden, dass der Niederländer da ist. Das bedeutet, der Niederländer ist nicht mehr lange da. Zum Beispiel, das ist wie mit der Schweiz. Solange du nicht weißt, dass sie im Krieg ist, ist sie ein unfassbar starker Gegner. Aber in dem Moment, in dem du weißt, dass sie da ist, und da kommen die Panther, oder was sind denn das? Das sind Tiger, glaube ich. Königstiger, ja, das war's. Also sagen wir so, wenn die Niederlande fällt, dann beenden wir den Part und damit auch den Livestream. Warum habe ich jetzt nicht als USA zumindest noch dich überrennen dürfen? Weil es jetzt zumindest ein Schritt in die richtige Richtung war, Richtung Balance. Das war nur leider kein ausreichender, aber das kann man ja vorher selten wissen. Mhm. Kannst du dich nächstes Mal als Admin bewerben und dann selber dafür sorgen, dass die Teams gebalanced sind? Nee, danke, ich möchte ja mitspielen. Siehst du? Deswegen beschwert man sich auch nicht mit Admins, weil die haben einen Drecksjob und die können nicht mitspielen und alles drum und dran. Und deswegen ist man einfach dankbar für das, was sie tun und die Informationen, die sie mir liefern. Und wenn es dann am Ende halt doch nicht ganz klappt, dann war es halt so. Und dann weiß man nächstes Mal mehr. Heiko? Ja? Kann es eigentlich sein, dass du jeden Satz von mir als Kritik an deiner Organisation und deinen Unterstützern deutest? Ja. Ich glaube, ich sage einfach nichts mehr und bleib demnächst im anderen Channel. Ja! So! Und weg ist er. Tatsächlich. Als ob er schon mit der Maus drauf gewesen wäre. Boah, die Niederlande hat Frankfurt eingenommen. Was? Ja. Ha ja! Der Dinky wird halten. Die Niederlande ist der kompetenteste Verbündete, den wir haben. Die sind abgeklettert, die Hauptsache ist der. Ist Niederlande nicht KI? Doch. Ja. Oh, ah, Mann, ey. Wisst ihr, was traurig ist? Gestern Abend habe ich richtig viel gefressen. Dann kam mein Mitbewohner nach Hause und der arbeitet gerade im Restaurant im Vietnamesischen. Und dann wollte ich gerade, also wirklich gerade den Teller in die Spülmaschine geräumt und das Essen war nicht sonderlich gut. Und dann hat er gemeint: Oh, Heiko, ich habe noch richtig viel Essen mitgebracht vom Koch, das so übrig war, diesem Kano, was vom Koch, den da haben. Und dann war ich schon satt und dann war ich sehr traurig. Und jetzt esse ich einfach nicht und spekuliere darauf, dass er heute wieder Essen mitbringt. Was denn los? Alle müssen hellsichtig halten. Nein, die Deutschen sind so schnell bei Moskau. Ich wollte Moskau noch halten. Am Moskau musst du verteidigen, da sind ja, ich schicke gerade die Division dahin, aber die sind nicht schnell genug. Warte, was? Deutschland? Ich dachte gerade eben im ersten Moment, da steht Deutschland hat kapituliert. Und da war ich ganz kurz verwirrt. Ich gucke jetzt mal noch über die Welt. Also, der Japaner hat schon echt viel Truppen. Der Japaner hat kaum Truppen, der hat 250 oder so. Achso, okay, dann ist meine Dekodierung einfach schlecht. Ja, okay, aber der Brite alleine ist wahrscheinlich schon mächtig als fuck. Okay, der Spanier, also Portugiesen und den anderen Spanier kann ich vergessen. Katalanien hat nur 0 Truppen. Kurdistan hat 3. Ja, Indien wäre schon nicht schlecht gewesen, aber... Ja klar, ich wusste halt, umso länger es dauert, umso wahrscheinlicher wird es, dass die Alliierten richtig starke Einheiten haben, die einfach irgendwann mal gar nicht mehr aufhalten können. Aber gut, nächstes Mal wissen wir mehr. Wir haben uns das nächste Mal Alliierten als erstes angreifen. Heiko? Ja? Darf ich da kurz noch eingrätschen? Lass das nächste Mal kein Neuseeland spielen, weil ich tippe darauf, dadurch, dass wir Neuseeland-Spieler hatten, der hat einen Fokus drauf, dass er ganz schnell diese Monsterpanzer kriegt. Ich glaube 42 oder 39 oder irgendwie so, je nachdem, wie hart der da durchrascht. Gehen wir davon aus, dass der Engländer von den Neuseeländern sich die Lizenz geklämt hat und deswegen schon seit 39 die Panzer produziert. Hat eine Neuseeland-Spieler? Ja, wir hatten im ersten Livestream einen Neuseeland-Spieler. Ja, ich hatte 30 Anmeldungen, da habe ich schon 5 abgesagt, irgendwie nochmal 5 auf Reserve gestellt, da waren die nicht so sonderlich amused und da habe ich noch irgendwie versucht, 20 Leute unterzubringen. Gut, dass mir das aus Japan gar nicht aufgefallen ist, dass es Neuseeland gibt. Ja, aber jetzt ist ja in Zukunft, wird es ja eh so sein, es gibt jetzt immer abwechselnd Community-Event und Spezial-Events, mehr oder weniger. Spezial-Event ist sowas wie letztes Mal, dieses Morde irgendwas, ich kann kein Französisch.
das Ding mit Napoleon gemacht habe, dass ich einfach das mit war komisch. Dass ich mit einer sehr kleinen Anzahl, sag ich ja, Spezialevent, dass ich mit einer sehr kleinen Anzahl an Leuten, im Optimalfall 1 bis 2 Streams, ein Event durchdrück, dann tatsächlich viel auf Gameplay eingehe, auf die Mod und so weiter und so fort. Und dann eben die Woche darauf, da spiele ich dann immer eine große Nation, und dann eine Woche darauf mache ich wieder ein Community-Event, da spiele ich meistens eine kleinere Nation, halte mich eher raus und Leute haben ihren Spaß. Und das ist immer schön im Wechsel. Da gibt es beides einmal im Monat im Optimalfall. Und was mit EU4? EU4 macht gerade Yannick ja ein Projekt und solange das läuft, mache ich keine EU4. Mein Multiplayer. Ja, also solange es halt einen Singleplayer gibt, gibt es keinen Multiplayer. Da müssen wir aber auch schauen, wie wir es machen. Also wir gucken natürlich, wenn halt das Problem ist an EU4, in der Zeit, in der ich ein EU4-Event mache, könnte ich wahrscheinlich 4 HOI-Events machen. Stimmt, aber EU4 hey, ist aber... Hey, mach schon mal nach Panama. Ist frei. Wie das? Die USA sind abgezogen. Die KI ist halt scheiße. Geil. Nimm den Panama-Kanal. Das ist jetzt streng in die Luft. Abschließend. Nein! Die hält das. Alles nach Panama! Sich regeneriert. Arovic halten. Wie halten die? Die haben nur 96 Verteidigung. Ich glaube, das ist meine Elite-Infanterie, die sie jetzt hierher geschippert haben, oder? Hm. Ja, das ist meine Elite-Infanterie. Ja, trotzdem. Ich stehe auf 99. Last Cent vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, die verlieren keine Orga, wahrscheinlich Last Cent. Ist Sowjet noch hier? Oder ehemalig Sowjet? Ne, doch kein Last Cent, sie verlieren Orga. Ach doch, der Italien? Ist der Sowjet? Okay, ich glaube, der Italiener ist der ehemalige Sowjet. Komm. Ja, ich weiß. Also wenn eine einzige Einheit, die quasi tot, so lange durchhält. Heilig ist ganz stark. Mit also ich weiß nicht genau, was mit deiner Armee ist, aber irgendwie hat die keinen Soft Attack. Ach so, halt, ja. 10er Festung. Sogar mit der guten Armee. Ja, mit der kaiserlichen Garde verteidige ich Moskau. Aber mit der zweiten kaiserlichen Garde. Musst du aufpassen, dass du nicht gekettet wirst. Ja, wenn also ich glaube, die 10er Festung, Heiko, müsste man nächstes Mal einstellen, dass man den nicht bauen kann. Stimmt, ich dachte, ich hätte die sogar rausgemacht ursprünglich mal, weil das hatten wir ganz am Anfang diskutiert. Und ich lade ja immer dieses, ich habe ja mal einmal Regeln definiert in der Vorlesung, als es langweilig war. Und die lade ich halt einfach immer wieder. Und ich meine zu behaupten, dass ich damals das mit der Festung eingestellt habe, habe ich aber wohl nicht. Also insofern die irgendwie gelesen, gedeckelt. Dass man eigentlich nur auf 10 darf, aber also irgendwie, irgendwie man darf. Ja, normalerweise ist es nicht explizit verboten, weil ich normalerweise in den Spieleinstellungen schon verhindere, dass sie die überhaupt bauen können. Ich habe den Panama-Kanal. So, sprengen in die Luft und geht es? Der Krieg gewonnen. Geht bestimmt. Ich glaube, das ist ein Event. Genau bei diesem Hammer da links oben. Warum? Hast du jetzt was erreicht in dem Krieg? Mehr als ich. Schön, das ist jetzt strategisch gut ausgebaut für uns. Draft Dodging, we should rest. What was? Das ist gut ausgebaut. Da ist ein Radar und ein einigermaßen ordentlicher Flughafen und ein einigermaßen ordentlicher Hafen. Hast du. Hi, Kaiko, das unterste. Das unterste, danke. Ach, du hast auch noch hier Draft Dodging, ja, cool. Was ist das genau? Ist was Schlechtes, gell? Ja, das heißt, dass die Wehrpflicht verweigern. Na, aus irgendwelchen Gründen. Aber frag mich auch. Eine brandende Rede, verlierst ein bisschen Political Power, aber kriegst dafür Stabilität. Ich glaub, sehr gut. Egal. Aber gut, dann würde ich jetzt sagen, wir spielen bis 45, bis zum 1. Januar. Weil dann kann man sagen, wir haben bis 45 gespielt. Das haben wir noch nie. Ja, dann sag's mal so, ab 43 oder 44 bewegt sich ja auch meistens nichts mehr. Meistens aber nicht. Wieso? Nee. Deswegen wird das nächste Event im Ersten Weltkrieg auch definitiv mit sehr wenig Spielern stattfinden. Im Ersten Weltkrieg ist das, glaube ich, nicht besser, mit dass sich irgendwas bewegt. Deswegen mehr mit weniger Spielern. Ja, die 5 Großmächte oder wie? Das überlege ich mir noch. Wieso habt ihr so eine Probleme mit Bunkern? Ich verstehe es nicht. Weiß nicht, weil Heiko keinen Fortress-Buster hat. Ich bin dafür, wir spielen noch so lange, bis Moskau fällt. Was fällt das denn? Da spielen wir morgen ich hab noch. Ich habe gerade eine 24er Armee da drin stehen. So wie damals, als der Russe irgendwo in Madrid oder so. Ja, da kommt ja, niemand. Also, in Bunker Barcelona hatte doch mal der Russe sind. Irgendwie 30 Divisionen stehen. Ja, Bunker. Und ich das war in dieser Runde, das war letzte Woche. Einheiten, ja. Ja, der Russe hat einfach 5 Panzereinheiten nach Spanien geschickt und hat die in Madrid platziert. Und ihr seid dann 2 Jahre nach Spanien, nach Madrid. Das war ich aber nicht, das war der andere. Baku ist gefallen, jetzt ist es vorbei, ist vom Kapitän. Wo ist denn Baku? Keine Ahnung. Kaukasus. Sie kommt überhaupt noch Meldung. Bei Aserbaidschan da unten. Oh Gott, nein. Gibt's nur nicht den Türken. Also die Türken haben Armenien, nein.
Oh, ja, wir wissen, was jetzt passiert. Nichts, da war nie was. Ich sehe schon die Bevölkerungsanzahl sinken. In Moskau? Ey, ich habe gerade ihnen 89 Grün auf. Was in Armenien? Warum? Es läuft doch für die Türken. Nein, deswegen ja, weil die Türken jetzt Armenien besitzen. Ach komm, ich stand jetzt nochmal eine Riesenoffensive. Wenn es nicht klappt. Ach so, ja. Oh, Heiko, vielleicht hier. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Ich bin bei 91. Da stehen aber zwei Panzer von mir. Ja, aber ich habe ja Panzerabwehreinheiten dabei. Das? Die Panzer kämpfen gar nicht. Doch, die kämpfen schon. Hä, was hat er denn? Ach, es kämpfen bloß die ohne Orga. Na, vielleicht schaffst du es. Ich ziehe gerade eben noch Panzerabwehreinheiten nach. Warum verteidigt der eigentlich mit Panzern? Moskau wird niemand fallen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, was denn eher, Italien oder Moskau? Italien. Italien. Historisch gesehen. Die wechseln die Seiten. Komm, Heiko, du bist auch noch da. Nee, das wird nichts mehr. Schade. Ja, schade. Panzer klären. Fast. Ja. Was haben sich zwischendurch echt ein paar Einheiten zurückgezogen? Ist echt schade, dass der jetzt die ganzen Bomber von dir genommen hat. Ich hab da so schön alles vorbereitet. Das meine ich nämlich mit Probleme auf Festungen. Du kannst die Festungen ja einfach wegbomben, beziehungsweise runterbomben. Ja eben, das war mein Ziel. Sprichst du noch den Kanal? Wie springt man denn den Kanal? Durch ein Event, das ist da, wo du den Hammer hast, da musst du irgendwo stehen, Panama-Kanal sprengen oder irgendwie so. Du kannst ihn auch mir geben. Integrate zu Panama-Kanal wahrscheinlich nicht. Gib's einfach mir, ich spreng ihn. Blow the Panama Channel, jawohl, ich brauch nur 75. Wow. Ja, ich hab zu wenig Punkte. Politische? Dann ja. Gib's mir, ich spreng's. Wie gebe ich das dir? Gebiet du nimmst übergeben. Mein Gebiet, meine Anfrage für das Gebiet an. Give Control of State Panama Channel hier. Sprengen, 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 sprengen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da irgendwie ein Ding gibt. Blow up the Panama-Kanal. Ach, das kostet mich War Support und Stabi. Egal. Ist doch scheißegal, der Livestream ist in 8 Tagen. In 30 vorbei. Tagen ist er Schrott. Na super. Also, solange brauchen wir wohl zum Panama-Kanal sprengen. Ey, ich bin garantiert, wir rufen da irgendwo an im Nahen Osten und die sagen uns, wie es schneller geht. Glaube ich auch, aber wir machen das ordentlich. Wir packen da jetzt erst ganz präzise überall den Sprengstoff hin, dass auch ja alles kaputt ist. Genau. Vor allem könnt ihr noch einfach sperren. So und. Nein. Du kannst nicht ein großes Schiff quer in die Mitte stellen und versenken, das geht nicht. Doch, genau. Nein, das funktioniert. Funktioniert nicht. Das haben wir noch nicht erforscht. Das haben zwar irgendwelche Wikinger schon gemacht, aber wir können das noch nicht. Wir sind erst in der Neuzeit. Das haben auch probiert mit ihrem Flugzeugträger, den sie in der Oder versenkt haben. Wer hat das probiert? Die Deutschen, die ihren einzigen Flugzeugträger an der Oder versenkt haben. Warum? Weil die Russen da irgendwo nicht rüberkommen sollten. Keine Ahnung. Aber die Russen irgendwo nicht rüberkommen sollten. Zweite Weltkrieg. Gut zusammengefasst. Frage. Warum versenkt man dann einen Flugzeugträger im Fluss? Du, das fragt mich nicht. Jedenfalls haben die Russen den dann wieder ausgegraben. Leute, es kann sein, ich komme bei den Amis durch. Ich glaube 98%. Ja, da kommst du eh nicht durch. Ja, ich glaube es auch. Da stehen schwere Panzer, Heiko. Ich hab immer noch jede Menge Panzer, die da stehen. Ja, vielleicht wär echt cool, wenn du durchkommst. Das würde zeigen, es war nicht komplett grundlos, wie ich euch eingeschätzt hab. Ja, die haben noch einen Panzer. Leute, der Krieg ist gewonnen, ich hab den ersten Düsenflieger. Oh nein, jetzt kommt Infanterie! Kleiner Hinweis, dein Düsenflieger reicht der, um Moskau zu versorgen? Nee, den Moskau, die haben gerade die schwere Panzer hochgefahren. Ja, eben. Das hab ich mir okay, gedacht, ich guck mal noch kurz aussieht. Beim Current War, wie viel der brasilianisch-deutsch-Krieg, wie viel Verluste habe ich denn? Ah, es geht ja nur 800.000, das ist ja noch total normal. Ja, wir waren ja nicht mal stark genug, um einen ordentlichen Krieg zu führen. Wir hatten am meisten verloren, würde mich vielleicht. Oder Japaner. Japan hat auch viel verloren. Japan verliert noch gleich seine kaiserliche Garde in Moskau. Naja, gut, weil der Part inzwischen jetzt schon 45 Minuten lang geht und ich bereue es gerade, dass ich nicht einen zweiten draus gemacht habe. Jetzt kommen gleich, haben wir 45. Jetzt haben wir 45. Bis Moskau. Nein, bis 45. Moskau ist doch nur noch eine Provinz. Finnland hält. Ihr könnt es irgendwo eingekesselt. Finnland wird niemals fallen. Finnland hält? In Narvik? Ja.
Genau, wir halten uns jetzt einfach dran. Moskau wird niemals fallen, weil der Livestream beendet ist. So. Kannst du mir den Safe-Stand bitte schicken, Heiko? Ja, mache ich noch. Gut, dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. War auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.